Garage auf, Motorrad. Born to be wild. Willkommen zu einer sehr besonderen, wilden Ausgabe der Schlagerküche. Richtig, und da könnte man jetzt überlegen, welcher Schlagergast könnte das sein, wenn das Thema rockig ist? Yeah. Ich weiß es. Gut, dann sag es bitte. Come on, babe. Die Schlagerköche. Ein Gericht kann ich fantastisch. Jetzt wie bei Roland Kaiser, so fing es auch an. Es ist ein ganz einfaches Rezept. Das ist das Rezept meiner Mama, die ich noch gefragt hatte, weil ich gesagt habe, Mama, das war früher immer so lecker. Ja. Wenn ich Pellkartoffeln mit Quark und Leinsamenöl mache, da badest du drin. Ach, du machst den Quark selbst. Ja, gut. Es ist total lecker. Es ist so gesund. Es gibt dir, ja, gerade nach dem Sport, einfach Kraft. Ja, du kannst sehen, wie die Muckis wachsen danach. Das Einzige, was blöd ist, ist dieses Gepelle. Kartoffelchen. Machen wir. Ist ja eigentlich relativ einfach. Sei mal nicht so voreilig, auch das könnten wir wieder richtig versemmeln. Es geht los mit Kartoffeln, ja, sind ja vielleicht relativ wichtig. Dann haben wir den Quark mit Leinöl, Milch, sagt er, Salz und Pfeffer und natürlich Schnittlauch, weil das gehört ja in einen ordentlichen Quark. Wir wollen ja alles selber machen. Seit wann machen wir denn das selber hier? Wir kaufen nichts Fertiges. Heute machen wir alles selber, Matthias Reim zu Ehren. Also wir machen jetzt erstmal Schnittlauch und die Kartoffeln ansetzen, weil die brauchen ja am längsten. So. Die Kartoffeln sind ja gar nicht so groß. Was wollte das werden? Eine Kirsche? Dass sich die Kartoffel traut, das überhaupt rauszukommen. So, ich mache mal den Quark hier rein, damit wir nachher so eine schöne Schale haben, wo wir mit dem Schneebesen rumeiern. Ich frage mich immer, wann ich das letzte Mal Pellkartoffeln mit Quark gegessen habe. Ich esse das ganz oft. Ja? Ja, das ist ja ein Essen für arme Leute, ich bin arm und da esse ich das sehr oft. Was soll denn noch rein? Was hat Matthias auch noch mal gesagt, was soll noch alles rein? Ja, du musst hier anmachen mit Quark, Milch, Salz und eine Prise Pfeffer. Milch. Das schließt sich mir nicht. Quark besteht ja zu... Größten Teil aus, ja. Um es vielleicht ein bisschen flüssiger zu machen? Nicht anders geworden als vorher. Ja, nur ein bisschen noch schmieriger. Soll ich dir den Schnittlauch jetzt schon mal reinmachen? Bei dir könnte ich mir auch vorstellen, dass du deinen ersten Kuss bekommen hast während so einer Pellkartoffel-Klassenfahrt. Wenn ich das noch wüsste. So viele Küsse. Ich weiß es wirklich nicht. Das muss ich verdrängt haben. Ich komme nicht. Ach doch, jetzt, ja, das kann ich nicht erzählen, es war eine Wette. Es war eine Wette? Du hast deinen ersten Kuss durch eine Wette bekommen? Wie schlimm ist das denn? Das war eine Wette gegen meinen damaligen besten Freund. Mhm. Mit meiner besten Freundin. Mhm. Meine beste Freundin, mein bester Freund waren ein Paar. Und er wollte, dass wir Mädels um eine Wette und wir, also... Ach, du hast deinen ersten Kurs mit einem Mädel gehabt? Jetzt kommt's raus. Aha, die Geheimnisse der Annika Reichel. Schön, warum muss ich eigentlich? So, jetzt du. Jetzt du, wie alt warst du denn und wo und mit wem? Ich war 13 tatsächlich. Ah ja, na, so jung auch. Miriam hieß sie. Okay. Ja, das war schön. Aber wieso? Also einfach nur so oder war das auch... So, weil wir uns gut fanden. Wir haben uns im ersten Jahr schon gesehen. Okay. Und im zweiten Jahr waren wir dann so ein bisschen verliebt. Und im dritten Jahr? Im dritten Jahr sind wir beide nicht mehr mitgefahren. Weil sonst ich immer würze. Darfst du heute... Nein, ich würde mit nicht. Salz und Pfeffer experimentieren. Salz ist gar nicht da. Ah, oh. Und es blinkt. Geh doch bitte mal. Du wirst mehr Salz reingeben, als du dir erträumen kannst. Probier es aus. Einen kleinen Löffel in der Hand, da die Mixmaschine und den kleinen Löffel in der Hand. Und dann probieren. Ich hab's. Und das ist eine Stelle, die du erreichst. Okay. Eine Stelle, wo der perfekt ist. Pfeffern, salzen, bis wir den Punkt erreicht haben, wo alles gut ist. Du bist schon wieder so nervös. Erinnert dich Matthias Reim wieder an seine Shades of Grey Stories? Der so auf tiefe Männer stimmt, finde ich ja. Ich könnte so Hörbücher könnte ich machen. Ja, könntest du total. So, ne, so Shades of Grey oder sowas. Ja, Shades of Grey wäre natürlich gut, ne, mit so einem leichten erotischen. Ja, so. Ich kann das. Ja, natürlich. Cool. Soll ich euch allein lassen oder geht's? Ja? Also, oh. Die Sex-Exkapaden, Annika. Gar nichts, ging um ein Hörbuch. Du, was du draus machst, so ein bisschen Pfeffer, mehr Salz. Mehr Salz, als wir denken, ne? Ja, mehr Salz, als wir denken, sagt er so. Bis man den Punkt erreicht hat. Das Leinöl muss aber dringend dann auch noch rein. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Das Schöne ist, der fitnessbegeisterte Matthias kriegt natürlich, wenn er hier rührt, in dem Quark dann auch so einen Arm. Hat er ja auch erzählt, damit es schicker ist quasi auf der Bühne. Der Doktor hat zu mir gesagt, du musst in Bewegung bleiben, also trainieren. Okay. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass ich süchtig danach bin. Ich brauche das viermal die Woche. Auf den Suchtpunkt warte ich auch. Das sieht auf der Bühne einfach besser aus, wenn du ein bisschen definiert bist. Ja, wenn du das Mikro in der rechten Hand hast und dann gehst du mal so oder deine Freundin sagt, hey, du siehst echt heiß aus. Das tut jedem Mann gut. Das letzte Probierele musst du machen, weil wenn es dich dann kriegt, wenn es den Punkt erreicht hat, wenn es kribbelt in dir, dann wäre es richtig in diesem Moment. Alles klar.
Ja, ich finde das schon ganz gut. Sexier wird es vielleicht nicht mehr. Oder wir machen doch noch ein paar Tropfen Mineralwasser rein. Auch da ist ja wieder wichtig mit Kohlensäure für den Fluff. Mhm. Jetzt schäumt es auch noch über, der Quark. Ja, nur will ich lassen. Es ist der Punkt, der dich erotisiert. Ich finde es gut. Mir schmeckt. Ach so, du machst das mit Messer. Ich mache es immer mit Messer. Diverse Gerätschaften angeboten. So, fertig. Bäm. Verdammt, ich liebe. Ja, du mach hier ordentlich. So gut reicht. Und Hunger. Essen, meine ich. Und da reicht ja auch eine Gabel für, weil die sind ja wirklich so gut gekocht, dass wir direkt verkosten können. Perfekt, also subscribe bei uns bei YouTube. Nicht, das war jetzt ein sehr einfaches Findet Essen. Das könnt ihr alle Punkt, nachmachen. Ne? Findet euren Punkt. Viel Spaß. Ciao.